Wenn euch da was auffällt, schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt haben wir klebrige Fußböden. Weil ich muss ja nirgendwo hingehen. Was war das? Noch eins. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe das eiserne Herz kaputt gemacht jetzt damit, oder? Hier sind auch nochmal drei Herzen dazu gekommen. Alles klar. Hätte ich jetzt leider nicht gebraucht. Vorhin wäre das mir lieber gewesen. So. Ah, ich hab's geahnt. Hau ab, du blöde. Sehr gut, okay. Puh. Hier klebt's. Aha. Na, ganz geil. Klebt das auch bei den Gegnern? Ach, guck mal, der war dumm, der ist hier reingefallen. Oh je, jetzt wird's natürlich anstrengend. Wieder ein Stachelherz. Ich sammle einfach das Stachelherz wieder ein. Das bringt nichts. Das macht die Herzen kaputt, oder? Macht das die anderen Herzen kaputt? Ah, deine Katze wächst wohl nicht mehr. Oh, da kam eine Fledermaus. Oh, Mistvieh. Oh je, und da wächst die Katze nicht mehr. Es bleibt die immer so klein wie eine 6 Monate. Wobei, der ist mit 4 Monaten, 3 Monaten schon relativ groß. Das ist ja eigentlich schon was. So, jetzt gucken wir mal, ob hier noch mehr davon kommt. Diese ekelhaften Fledermäuse, ey. Die gehen mir so auf den Sack. Aha, die? Die können also laufen. Nur ich kann nicht laufen. Na, das ist ja ganz geil. Aber hier, Thunder ist schon cool. Ah, ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Na, ganz toll. Oh, Mann. Wenn jetzt natürlich der Thunder dafür sorgen würde, dass der auch zurückgestoßen wird, das wäre schon ganz super. Okay, haben wir. Wir haben schon wieder 84. Wir sind schon im Raum 11 wieder. Vorhin waren wir im Raum 15. Das war das Beste, alles klar. Was haben wir hier? Keine Einträge. Also random gepickt war. Ich habe wieder Overflow. Ich habe wieder die Fledermäuse. Jetzt haben wir wieder Fledermäuse am Start. Okay, wir haben wieder ein Herz bekommen. Dankeschön. Stell dir vor, du hast eine Katze, die in deine Hand passt, wenn du mit der Spritze führst. Ja, das kenne ich tatsächlich, muss ich sagen. Wir haben auch mal eine Katze gehabt, die ich von Hand, also die hat meine Mutter von Hand großgezogen, von der Pipette. Ja, das stimmt. Das ist sehr schwierig, ne? Okay, die haben wir gekriegt. Du, oh. Glück gehabt. Das war jetzt natürlich unheimlich Glück gehabt jetzt. Fast vielleicht rein in die Flamme. So, kommt jetzt wieder eine? Okay, die haben wir. Oh, das ist der Assi jetzt. Ey, das ist doch wirklich Assi. Nee, oder? Ist es abhängig von meinem Springen? Der springt dir garantiert gleich in mich rein, der Stachel, oder? Oh, Glück gehabt. Die Pipette war zu groß für deine Katze. Oh je. So klein war die. Und jetzt ist er aber größer geworden, nicht? Sechs, naja, immerhin. So wie eine 6 Monate. So, die haben wir. Dann ist er immerhin ein bisschen größer. Wenn ich den hier sehe, der ist auch ganz schön verrückt. Die Größe reicht eigentlich schon. Ja gut, ich meine, viel größer ist, sollte es ja eigentlich nicht mehr werden. Dann ist er ja bald so groß wie ein Hund. Ach, der hat getroffen. Ne, der hat nicht getroffen. Doch, der hat getroffen, aber es hat zwei Hits ausgehalten. Alles klar, ich habe es verstanden jetzt, wie das funktioniert. Und jetzt ist nämlich aus dem Flammenherz ein normales geworden. Sehe ich das richtig? Stärke. Wohin sollte die Rampe gehen? Oh, wohin wird mich das hier noch führen? Bin gespannt. Oh, jetzt bin ich gesprungen, mein Idiot. So. Gut. Gut, wieder einen Raum geschafft. Wir sind im Raum 12C. Und ich bin stärker geworden. Serious Stuff. Aber ist Stärke denn eigentlich sinnvoll mit dem Bogen? Oder hättest du es mit dem Schwert jetzt und dem Hammer? Ja. Was war das jetzt? Voodoo, Voodoo. Ach so, dann du musst deine Katze natürlich dann sterilisieren lassen. Nicht, das geht dann natürlich jetzt nicht anders. Da hast du natürlich recht, dass diese Sorge ist natürlich absolut berechtigt. Ach komm. Du blödes Fido.
So. Oh, das wäre ein großer. Die großen sind eigentlich nicht das Problem. Es sind mehr die kleinen, aber auch die kann man irgendwie behalten. Das geht auch, aber die Fledermäuse, das ist ja nervig. So, jetzt gucken wir mal, dass das nicht ins Loch fällt. Was hat denn die Bombe? Hätte die Bombe mich jetzt umgebracht? Wolltest du mich dann mit der Bombe umbringen? Oder war das einfach, jetzt hätte ich den Gegner umgebracht? Wofür war die jetzt gut, die Bombe? So, okay, jetzt hüpfen wir durch. Zack. Oh. Haben wir. Haben wir. Haben wir noch nicht. So, den haben wir auch. Oh nein, 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 nein. Nein! Hab ich gesagt. Oh, und jetzt sind wir wieder ganz vorne. Na gut, da kommen die Fledermäuse erstmal angeflogen. Kommt die denn? Wo ist sie denn? Aha, ich denke, jetzt weiß ich auch, warum ich einen Trippelsprung bräuchte, weil ich jetzt an die Fledermäuse nämlich nicht mehr rankomme, wenn die da oben sind. Die kommen natürlich nicht angeflogen. Habe ich sie getroffen? Ist sie vielleicht schon kaputt? Habe ich sie totgeschossen? Oder kommt die jetzt hier hin? Oder ist sie hier reingefallen? Ah gut, der ist noch da jedenfalls. Okay, das war bloß ein... Alles klar. Drei Herzen noch am Start. Wir sind im Raum 13. Jetzt bin ich auch gespannt. So, was haben wir hier? 50%. Das heißt, Random Pick. Die Räume gehen nach oben. Und was haben wir hier? Jetzt sind die Räume klein. Eine Wahl. Oh, ach Mann. Ich hab's geahnt. Ey, komm, lass mich doch in Ruhe. Gut, das läuft, das läuft, das läuft, das läuft. Oh. Jetzt hüpfen die alle. Alles klar. Und vor allem die Fledermäuse, die schießen sofort. Warum sind die jetzt rot? Puh. So. Nein! Ich hätte es ja sehen können. Ich hätte ja... Im Chatraum hätte ich es ja sehen können. Die Kleinen haben erstmal... Was hat denn jetzt der Feuerball wieder? Nein! Oh. Oh. Was sind das für Gegner auf einmal? Was ist, es geht hier am, was ist denn hier los? Guck mal, ist die, warum werden denn die rot auf einmal? So, zwei Herzen. Super. Danke für das Herz. Mal gucken, wann es kommt. Ist das jetzt schon? Ey, das war schon gerade da, ne? So, und jetzt. Noch zwei Räume darf ich Hilfe in Anspruch nehmen. Wir haben wieder den Doppelsprung bekommen. Ich habe noch zwei Herzen. Oh, jetzt wird's aber. Jetzt sind wir im Raum 16. Bisher unser Rekord. Nein. Doppelsprung, haben wir. Oh, nein, nein. Oh. Okay, alles klar. Alles easy, alles easy. Diese verfügte... Oh, hau doch mal ab, du da oben, Mistvieh. So, haben wir. So, so, so. Ich werde übrigens euch... ja, ich mal Folgendes sagen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ich habe einen zweiten YouTube-Kanal. In den YouTube-Kanal 2, der heißt Endless, da werde ich immer die ungekürzten Aufnahmen hochladen. Und das in einzelne Folgen unterteilte, kommt auf dem Quitschibu-Kanal. So machen wir das. Auch mit dem jetzt hier. Wenn ich jetzt hier eine 2-Stunden-Session aufnehme, dann kommt die direkt bei Endless als Ganzes hoch. Oh! Okay. Rooms are now flaming. Das ist nicht euer Ernst. Oh. Okay. Was ist das? Was ist das? Ein Monsterfight? Was war das? Das hat mich geschlagen. War das ein Feuerball? Oh. Wenigstens kriegen wir die Wand-Hit weg, diese blöden Fledermäuse. Das war der Feuerball da oben. Ich habe zu nah dran gestanden, nehme ich mal an. Hat er mich gebissen, ey.
Hier drüben bin ich relativ sicher, ne? Vor den Kleinen. Die hüpfen hier ins Loch. Oh, die Großen. Jetzt sind die Großen. Oh. Nein, oder? Ehrlich? Hey, Katze! Erschreck mich nicht so. Wie soll ich das jetzt machen? Dieser blöde Feuerball auch im Weg da. Oh, nein. Oh, nein. Was mache ich denn jetzt? Genau, Endless. Das ist genau, das ist der richtige, genau. Chops, hast recht. Genau, hüpft mal noch ein bisschen. Jetzt steht der, ja, genau, so ist gut. Der kriegt dann die Feuerbälle da ab unten nämlich. Noch einer, komm. Noch einer, komm. Nehmen wir noch einen mit. Und dann muss ich gucken, dass ich hier rüberkomme. Ach, scheiße. Dann kriege ich den bestimmt. Ich habe noch ein einziges Herz. Okay, jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht... Komme ich mit einmal Doppelsprung darüber? Ne, ach so, guck mal, hier kommt jetzt nicht mehr. Oh, krass. So, was haben wir jetzt hier? Husky Enemies. Das heißt... You can fit entirely in their mouth. You don't let that happen. Oh, was ist... Was ist jetzt los? Bossfight? Want these rooms to be a different size? Bigger oder smaller? Stack stuff. Unlimited voting. Ihr könnt jetzt... Achso, ihr könnt jetzt hier von 1 bis 5 könnt ihr mir jetzt wahrscheinlich hier irgendwas hinschmeißen und dann kann ich da drauf hüpfen. Ihr müsst mir jetzt also wahrscheinlich den Raum nach oben bauen. Hoffentlich alles klar da. Und ich darf wahrscheinlich nicht drunter stehen. Sonst kriege ich, wäre ich hier zu Matschepampe. Gut, alles klar. Ihr könnt auch richtig schön hier hinten aufbauen erstmal. Hier so. Aber ehe ich das sage, habt ihr sowieso schon gewählt. Reicht schon oder reicht noch nicht? Komm noch nicht hoch. Ja, froh, dass ich hier nicht drauf gehe, weil die Maus ist im Weg, stimmt's? Was, Doppelsprung geht jetzt nicht? Doch, geht. Na bitte. So. Ich fahre die Maus mal aus dem Weg. So. Und ihr habt ja vielleicht auch mitbekommen, dass ich, pass auf, ich zeig euch mal eben was. Nur mal so als klein, guck mal, was ich hier, ich hab nämlich was gebaut, pass mal auf. Ich hoffe, das funktioniert. Sagt mir mal, ob ihr das seht. Habt ihr was hier sehen? Hab ich eingebaut. Also wenn das jetzt funktioniert hat. So, Wodo is now Room Captain. So, jetzt haben wir hier, oh. Ach du Scheiße, oh nein, komm. Fall gleich runter auf, oh nein. Oh. Junge. Ah, der Thunder ist, super. Ich wollte gerade sagen, Blitz, das ist toll. ja, danke. Jetzt kommt auch ein super Geschenk. Aber leider, ich weiß nicht. Das eine Herz hat nicht gereicht. Man hat nichts gesehen. So, dann machen wir nochmal. Was haben wir? Machen wir nochmal von vorn. Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Warte. Game-Aufnahme. Wenn ich jetzt hier drauf drücke. Doch, unten in der Mitte des Bildschirms hat es bestimmt. Müsste jetzt eigentlich auftauchen. Test-Account spendete $50. Ich habe nämlich einen Donation-Tracker. Da kann ich mir jetzt Spenden zukommen lassen und das erscheint dann da. Das ist ein. Ja, ist aber egal. So. Also, wir müssen nochmal von vorne. Es nützt alles nichts. Mal gucken, ob wir jetzt. Raum 19 war das Beste. Wenn ihr natürlich keine Lust mehr habt, müsst ihr sagen, irgendwann, dann können wir wieder Gothic weiterspielen. Aber ich habe überlegt, vielleicht schaffe ich es nochmal, diese Woche nochmal einen Livestream zu machen. Dann spielen wir da Gothic weiter. Das hat funktioniert, alles klar. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Da oben rechts ist immer eine kleine Bombe. Ich glaube, wenn ich zu schnell durchrenne, schafft ihr das mit dem Wählen nicht. Kann das sein? Na gut, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr jetzt für mich habt. Wir können auch gerne mal andere Waffen ausprobieren oder... also generell andere Sachen können wir einfach mal ausprobieren. So, was haben wir denn da noch? Geh weg, du. So, haben wir auch. Haben wir auch. Freitag oder Samstag. Ja gut, vielleicht klappt das ja. Ich hab nämlich noch frei. Ich muss das am Dienstag wieder zur Arbeit gehen. Vielleicht klappt das Freitag. Aber Freitag, ich will immer... also ich sag's mal so, ich möchte dem Gronkh da nicht in die Quere kommen, wenn ich einen Livestream mache, wenn der auch livestreamt. Der macht ja immer freitags 18 Uhr. Ich selber schaue da zwar nicht rein bei ihm, aber